Was geht ab, Loco Club? Wir sind hier für die, wie ihr sehen könnt, Champions League Todesgruppe. FC Barcelona, den etwas strugglenden BVB Borussia Dortmund und Inter Mailand vertreten durch Italien. Slavia Prag, einmal jetzt hier eingeblendet. Slavia Praha to the Group F. Group F for Slavia Praha. That's quite a challenging group, actually. So, auf jeden Fall haben wir jetzt hier die drei Mannschaften, die vermutlich um den Sieg in dieser Gruppe spielen werden, beziehungsweise um das Weiterkommen in die K.O.-Phase. Deswegen machen wir heute 6 Partien, bei denen wir ausspielen werden, wie das Ganze ausgehen wird. Und ich würde sagen, wir starten mit Spiel Nummer 1. Dortmund gegen Barcelona. Jeder kann sich quasi bei seinem Heimspiel immer eine Disziplin aussuchen, die wir ausspielen. 3 Schüsse jeweils für das eine Team, für das andere. Am Ende kann es also 0-0, 1-0, 1-1, 2-1, 2-2, 3-2 oder 3-3 ausgehen. Je nachdem werden dann halt die Punkte verteilt. 3 Punkte für den Sieg, 1 Punkt für den Unentschieden, 0 Punkte für die Niederlage. Dann haben wir am Ende eine Abschlusstabelle. Und die zeigt dann, wie es ausgehen wird. Ganz einfach, oder? Slavia Prag, Slavia Prag schon mal letzter. Ja, sagen wir jetzt einfach mal so, es blutet mein Herz als halber Tscheche. Aber vielleicht sorgen die für die Überraschung. Dann müssen wir natürlich noch mal ein neues Video drehen. Okay. Champions League Finale, Slavia Prag gegen Borussia Dortmund. Oder Lokomotive Moskau. Und ich würde sagen, wir starten einfach in die erste Partie. Let's go. So, das erste Spiel ist ein Heimspiel für den BVB. Das heißt, ich kann mir überlegen, mit welcher Disziplin wir anfangen. Man legt sich den Ball einfach vor in den 16er Halbkreis und zieht einfach ab vor der Ball. Die 16er Linie überschreitet. Okay. Und ja, jeder abwechselnd 3 Schüsse. Okay. Am Ende wissen wir, wie das erste Spiel ausgehen wird. Let's go, BVB, frühe Führung. Perfekt! Oh, war der gut! 1-0 für Dortmund. Jetzt ist Barca unter Druck. Barca zeigt euch, wie das richtig funktioniert. Messi-Style. Erstmal 10 Leute ausdribbeln. Loco links unten, Alter. Loco-Club-Style, weil Messi, das ist einfach nur effektiv, das ist gut, das ist gut. Let's go, let's go. Wechsel! Nope. Ja! Knapp drüber gezogen. Barcelona ist nervenstark, jetzt ist Suarez, kriegt seine Chance, Suarez. Jetzt muss ich hier in Führung gehen, weil sonst hat Barca alles in der Hand und ich kann nicht mehr gewinnen, wenn ich jetzt nicht treffe, von daher. Jetzt Marco Reus, schön flatter Ball, let's go. Auch drüber gezogen. Jetzt muss ich hoffen, dass ich den halte, um wenigstens noch das Unentschieden zu holen. Sonst erste Niederlage für Dortmund, ne? Messi, Anker da, Messi, Anker da, Messi, Messi, Messi! Recht! Messi! Naja, erstes Spiel. 2-1 für den Favoriten. Ja. Noch ist nichts verloren. Gegen Barcelona darf man schon mal verlieren. Immerhin ein Tor gemacht. Vielleicht fürs Rückspiel wichtig. Barcelona zu Hause gegen Inter Mailand. Ja. Das heißt, Barca darf sich die Disziplin ausdenken. Heimmatch. Ich würde sagen, wir machen so ein klassisches Lappenschießen. Oh. Ja? Dafür bin ich geboren. Balotelli zu Inter gewechselt. Ja, Balotelli bei Inter zurück zu Inter. Und für ein Inter-Trikot hat es nicht gereicht, deswegen Italien. Erster Schuss, erster Treffer. Hat Mijatovic bei Inter gespielt? Nee, nee. Oh, knapp. Das waren die Fans hier in nicht Bernabeu, hätte ich schon gesagt. Camp Nou. Man kann schon verstehen, dass den Inter-Spielern so ein bisschen die Nerven flattern. Im Nou Camp. Oder Camp Nou? Ich habe keine Ahnung. Auch knapp. Nope. Nicht mal von hinten zählt. So, jetzt muss es wieder Messi richten. Und ich mach's auch Messi getreu und zwar mit längs. Oh. Eieieiei. Messi! Eieiei. Ey, was ist das für eine Humli-Challenge? Inter schon mal auf jeden Fall kein Tor geschossen. Arsch. Ein Punkt in Barcelona geholt, Freunde. Das ist eigentlich ein Sieg für Inter. Das ist ein Sieg vor allem für dich, du Loch. Guck mal, du kannst nicht mal deine eigene Challenge gewinnen. Inter gegen Dortmund, jetzt muss ich mal Punkte holen. Auswärts. Diesmal in Mailand. Diesmal in Mailand. Im San Siro. Genau. Nicht abgerissen. Noch nicht ganz. Okay. Und ich habe was ganz Gutes ausgesucht. Wir machen die Reindreh-Challenge. Einmal vom 5er, einmal vom 16er und von der Eckfahne. Okay. Und du darfst anfangen. Das ist ja voll der Nachteil, aber egal. Als Gast. Nope. So viel dazu. Erste Chance, Fatan, aber 2 habe ich noch. Ja. Vielleicht gleich. Der Paco muss rein, der Paco muss langsam rein. Versehen auf den Jaden, den Jaden. Nein. Ja! Ja! Da rettet der Pfosten. Borussia Glück, kann ich nur sagen. Ah. Oh.
aber knapper wenigstens. Ich bin einfach nur schlecht. Nein! Ich kann das Ding noch gewinnen, wenn ich jetzt treffe, ihn schön unter Druck setzen und einfach das Ding reinsemmeln jetzt da. Ja. Boah! Ich hab schon gejubelt, Alter! Echt? Ich war mir sicher, der geht rein. Zu früh gejubelt, ne? Ja. Boah, da macht er den echt in der Nachspielzeit. Nachbesprechung, Nachbesprechung. Ich habe 2 Spiele verloren. Jetzt geht's in die Rückrunde. Wir müssen von Spiel zu Spiel schauen. Wir waren heute die bessere Mannschaft. Und ja, jetzt spielen wir zu Hause gegen Inter. Und das gewinnen wir dann natürlich auch, wenn wir uns mental darauf vorbereiten und uns keinen Druck machen. Kurze Zwischenfazit, die Hinrunde ist vorbei. 4 Punkte, 0 Punkte, 4 Punkte. So viele Punkte hat der BVB. Ah, reingeguckt. Jetzt muss ich alles rasieren. Und ja, Rückspiel gegen Inter. So, direkt im Rückspiel Dortmund zu Hause mit der gelben Wand machen wir jetzt einen Elfmeterschießen. Ich weiß, Strikers bzw. Inter struggelt da sehr oft. So schlecht heute, das ist echt nicht normal. War kein Tor. Hey, diesmal haben die Dortmunder bestochen. Hä, was ist da los? Der war klar daneben. Alles oder nichts für mich. Einfach jetzt treffen, keine weiteren Ansagen, keine weiteren Fragen beantworten. Okay. Souverän. Ganz entspannt, jetzt muss ich einfach 2 halten. Pass auf, der Lauro schießt rechts, der schießt rechts. Nein! Ich muss treffen. Wenn ich treffe, habe ich wenigstens das Unentschieden. Ja. Auch wenn es zu wenig ist. Aber jetzt einfach von Schuss zu Schuss denken. Ja. Treffen, halten, 3 Punkte holen. Easy. Komm, go for it. Wow, souverän. Einen noch halten, dann sind wir wieder zurück. I'm back in business. Sonst müssen wir in die Euroleague aber machen. Oh my God! Ja, ich habe 1 Punkt. Ich habe plus 5. Das heißt, dich kann ich nicht mehr einholen. Ja. Aber Barca, wenn Barca noch beide Spiele verliert gegen Inter und ich gegen Barca gewinne, dann ist es 4-4. Stimmt. Zwischen Barca und mir. Stimmt. Das geht ja. Also du hast noch alles selber in der Hand, sozusagen. Eigentlich nicht, weil du gegen Barca gewinnen musst. Inter versus Barca, was hat sich Inter denn ausgedacht? Inter, da Inter schon durch ist, treten die heute mit der zweiten Mannschaft an. Das würde für Barcelona reichen. Und um das Ganze noch mal spannender und Barcelona entgegenzukommen, machen wir die Freistoß-Challenge. Erster Freistoß hier für unseren kleinen Humle-Bumle. Machen wir den einfach mal. Okay, komm. Zeig mal, was du kannst. Knapp, 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 knapp. Aber hat nicht gereicht. Calma, hermanos, ruhig bleiben. Das ist aber kein Baskisch. Was ist denn hier los? Spielt keine Rolle. Wir von Barcelona haben eine eigene Spielphilosophie. El Pepolino. Zeig ich, wie das Ganze funktioniert. Aha. Oh, wow, oh, wow, oh, wow, oh. Eieieiei. Noch 0-0, jetzt kannst du hier in Führung gehen. 0-0, ja. Freischlüsser. Für Dortmund auf jeden Fall nicht gut, falls du jetzt gewinnen solltest. Von daher. Das war wie ein Elfmeter, weil diesmal habe ich Messi mal vorgeschickt. Ich habe gesagt, mach mal, mach. Es tut mir leid, dass ich euch enttäuscht habe. Dortmund ist dadurch raus. Aber vielleicht im letzten Spiel gegen Barca können wir trotzdem noch mal ein bisschen Ehre retten. Aber Barca kann auch nachziehen, ne? Fatality. Ja. Barca hat das Ding hier gerockt, ne? War das nicht offensichtlich? 2-1. Klar. 2-1 auswärts. Nicht schlecht. Letztes Spiel, alles schon entschieden. Alles schon entschieden. 7 Punkte, Internet der Kamera 5 Punkte. Ja. Dortmund 1 Punkt. Ja. Wenn ich jetzt gewinne, kann ich noch wenigstens ein bisschen Ehre retten. Euroleague festigen 4 Punkte ist okay. Ja. Aus so einer Mördergruppe. Kann man machen. Kann man machen. Was steht jetzt an? Ich habe mir gedacht, wir schießen von der Mittellinie. Müssen wir das Tor einfach treffen. Flach, hoch, egal. Flach, hoch, egal. Ja, jetzt von der Mittellinie erster Schuss. Ich glaube, No Bounce werde ich es nicht machen. In Post rein. Nope. Wer wird Champions League-Sieger 2020? Was glaubt ihr? Schreibt es in die Kommentare. Ich sage natürlich ganz klar, Barcelona mit Lionel Messi. Oh mein Gott. Bye, have a great time. What are you doing? Komplett versemmelt. Einfach nicht mein Tag heute. Fluch des eigenen Kanals. Mal wieder zugeschlagen. No Bounce, Freunde. Leo. Wenigstens ein Ehrentreffer für Dortmund. Komm, den Ausgleich machst du, Bro. Ich glaube an dich, komm. Fehler war. Julian Brandt war nicht eingewechselt. Der ist nämlich brandgefährlich. Und der macht jetzt das Tor. Der lässt nichts anbrennen, ne? Ja.
Warum nicht von Anfang an den Brand eingewechselt? Favre, was machst du denn? Perfekt. Ich glaube, der ist sogar komplett gerade geflogen, ne? Einfach mitten in die Masse rein. Das war's mit dem Video. Barcelona 10 Punkte, Inter Mailand 5 Punkte. Gerade so gerettet. Und der BVB 1 Punkt. Ich hoffe, das Format hat euch gefallen. War geil. Ich würde mal behaupten, neu auf YouTube Deutschland. Lasst natürlich ein Like für dieses Format, damit Dortmund dann in der Euroleague weiterkommt. Dieses Format wird übrigens geklaut. Schaut natürlich bei den anderen Jungs vorbei. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao. Peace out.